Moin ihr Luschen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Minecraft. Ja, wir waren an dieser Stelle, genau, ich war gerade dabei, so ein bisschen über Plattformen, Plateaus und platte Witze zu sprechen. Nee, weiß ich gar nicht, worüber habe ich gerade gesprochen. Keine Ahnung, ist zwar in der Aufnahme erst eine halbe Minute her, aber ich bin alter Mann, ich vergesse sowas immer. Ich leide total unter Altersheimer hier und stört euch ja wahrscheinlich nicht, wenn ich die Sachen alle 3, 4, 5 Mal erzähle. Ihr hört das ja, ihr hört mir ja gerne zu, dann denke ich mal doch, ja, ihr hört mir ja gerne zu. Das ist ja alles so interessant. Okay, so, ich erinnere mich sogar ziemlich genau, was ich gesagt habe. Ich muss natürlich jetzt erstmal sehen, dass ich zum einen, Nahrung zu mir nehme. Ich habe ja lecker nahrhafte Äpfel, habe ich ja hier. Da esse ich jetzt erstmal Knopf. Na, jetzt haben wir noch einen zweiten, doppelt hält besser. So, und mit dem Apfel des Grauens schlage ich hier jetzt auch mal gleich den restlichen Sand weg. Da sehe ich, genau, Stein. Ich wollte mich nämlich auf die Suche nach Stein machen und jetzt habe ich auch schon Stein gefunden. Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht geil, Leute? Ich brauche gar nicht lange rumrennen, ich kann hier einfach fröhlich weiterhämmern. Naja, hämmern, äpfeln, genau, ich äpfle ja hier jetzt gerade. Oh Gott, also den Apfel möchte ich dann aber bitte nicht essen, weil der ist bestimmt total matschig. Obwohl, nee, das sind ja Wunderäpfel. Die wachsen ja auch auf Eichen. Ja, die Äpfel hier wachsen auf Eichen. Liebe Kinder, falls ihr das hier sehen solltet, ich hab mir ja auch so eine Art Bildungsauftrag verpasst, ne? Also ich möchte ja tatsächlich, dass die Welt ein bisschen schlauer wird und von der Verdummung des Fernsehens so ein bisschen gerettet wird. Also liebe Kinder, Äpfel, das was ich hier in der Hand halte, ne? Hier, so das hier, Apfel, ja? Die wachsen nicht auf Eichen, da Eiche. Ne? Nein, nein, nein. Auf Eichen wachsen keine Äpfel. Auf Eichen wachsen Eicheln. Ja, die haben den gleichen Namen wie das Ding, was da vorne an eurem Puller dran ist. Genau. Ja, das hat auch einen Grund. Das sieht sich nämlich ziemlich ähnlich. Dann hat man das halt so genannt. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was hat man nun nach was benannt. So, das hier mache ich auch mal weg, aber erstmal mache ich mir, genau, hole ich mir ein bisschen Steine. Steine, Steine. Wie ist das eigentlich? Kann ich mir auch aus, Dings hier, ich habe ja nur Sandstein auch gerade, kann ich mir da auch Werkzeug machen? Nee, ich glaube eher nicht, ne? So, mache ich mir nämlich einfach hier ein Loch. Ja, ja, ich mache mir ein Loch. Ich brauche natürlich noch viel mehr Stein. Ich werde mich hier jetzt auch gar nicht so tief in den Untergrund graben. Also das werde ich jetzt alles wieder mit Erde auffüllen. Es sei denn, es kommt hier jetzt gerade irgendwie was total Cooles. So, keine Ahnung, halt, ja, irgendwo, wo ich sage, wow, cool, da muss ich weiter graben. Kohle beispielsweise. Kohle ist was ganz sau Cooles. Den machen wir da weiter. Aber so mache ich jetzt einfach mal so, weiß nicht, wie viel brauche ich, wie viel habe ich. Oh, also 20 hatte ich mir eigentlich auch gedacht, dass ich mir halt mal ein bisschen Steinwerkzeug bauen kann. Ups, was macht denn der? Hat doch halt diese tolle Pickaxe hier. Ups, da ist jetzt der Sand runtergefallen. Es gibt also doch Schwerkraft in dieser Welt. Ich dachte mal, die gibt's gar nicht. Da wusste ich natürlich, dass der Sand da runterkommt. Ich hatte bloß nicht drauf geachtet, dass da Sand ist. Deswegen hat mich das überrascht. Okay, so, ja, das wird jetzt verfüllt. Dann kommt dann was rein. Ich habe da irgendwas schniefen gehört. Das war wahrscheinlich ich. Ja, wenn ich so meine eigenen Videos angucke, ich weiß nicht, stört euch das eigentlich sehr? Ich spreche immer so ein bisschen durch die Nase, habe ich das Gefühl. So vom Klang her. Das Problem ist halt, dass ich seit ungefähr, lass mich jetzt nicht lügen, seit bestimmt 30 Jahren, ja, permanent unter einer leichten Erkältung leide. Vielleicht sollte ich deswegen tatsächlich mal zum Arzt gehen, aber ich bin ja der Doktor, ich brauche ja nicht zum Arzt, ey, Alter. Also ich weiß ja, was mit Ärzten los ist, ne? Die haben ja alle irgendwie einen Waffel und deswegen gehe ich nicht zum Arzt.
Nee, es stört ja auch mich eigentlich gar nicht so weiter. Bloß beim Sprechen ist es etwas nervig, weil man immer so ein leichtes Schnupfengefühl hat auch. Also ich habe ein leichtes Schnupfengefühl. Wie gesagt, stört euch das eigentlich sehr? Soll ich meiner Stimme irgendwie, was weiß ich, was mache ich denn hier, ey? Alte Scheiße, bist du blau? Nee, ich bin natürlich nicht blau. Ich bin total orange, ey. Was wollte ich? Ich wollte eine Schaufel machen, wollte ich. Genau, weil die ist ja im Eimer gegangen. Dann wollte ich mir ja noch eine Spitzhacke machen. Da mache ich natürlich noch viel mehrere. Und ich wollte mir auch mal dieses Spielzeugschwert hier, wollte ich mal durch ein halbwegs brauchbares ersetzen. So. Okay, dann brauche ich einen Ofen. Einen richtig coolen Ofen. Ah, nee, einen heißen Ofen. Genau. So. Der coole heiße Ofen. Der kommt hier kommt er hin, genau. So, okay, da schmeiße ich jetzt erstmal, wenn mich jetzt einige Leute wieder für hassen, da schmeiße ich jetzt tatsächlich Holz rein. Und ja, verbrenne erstmal das Schrottwerkzeug, genau. So, dumm, die dumm. Dit kommt hier auch weg. Ich muss mir mal meinen Hintern ein bisschen lüften hier. So ein alter Hämorrhoidenhintern, der muss halt auch mal ab und zu ein bisschen Pups lassen. So, haben wir noch? Nee. Dann nehmen wir jetzt hier ganz normal. Zuck, 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 zuck. So, jetzt habe ich nämlich auch ein bisschen Kohle. Ja. Und mache mir gleich nochmal ein paar Sticks. Zuck. So, ach nee, Quatsch, ich wollte ja Kohle, für mit der Kohle wollte ich mir Fackeln bauen. So, die Fackeln kommen dahin. Da fackeln wir auch gar nicht lange. Ups, warum schmeiße ich das eigentlich immer weg? Kann mir mal einer erzählen, warum ich immer das Zeug wegschmeiße? So, dann kommt hier nämlich eine Fackel hin und da eine Fackel hin. Dann machen wir die Tür zu. Erst wie ich es nämlich gesehen habe, ist nämlich schon wieder der Mond aufgegangen und die Sternlein prangen am Himmelszelt und ich gehe wieder mal schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Und ja, dieses Bett steht natürlich hier total behämmert. Leute, das muss weg. Zum anderen brauche ich, ist mir gerade so während der Nacht wieder eingefallen. Ich wollte ja, werde dann ja tatsächlich auch noch auf Expedition gehen, aber erst wenn ich eine vernünftige Ausrüstung habe. Ich brauche ja ein Beil, ein Hackebeil. Damit komme ich dann und schlage Köpfe ein. Nein, ich fälle damit Bäume, Leute. Ich schlage niemanden den Kopf ein. Ich bin ganz lieb. So, das Bett, das stand, das ist total blöd. Ich stelle das jetzt einfach mal, ach, Bums, dahin. So, dumm die dumm. Okay, lalala. Inventory Tweak habe ich. Hab das gerne mal so ein bisschen sortiert. Dann brauche ich, ja, meine so eine Kiste, um unnötiges Gelumpel da drin zu lassen. So, meine Holzkohle-Gedöns da ist auch inzwischen fertig. Das hat nicht über Nacht weitergebraten, finde ich. Oh, 11 Stück erst. Na, dann machen wir gleich nochmal den Rest auch hier von dem Stück. So, machen wir gleich mal 64, dann haben wir 74. Naja, gut, okay. Also irgendwie eine ganze Menge Holzkohle brauche ich. Wunderbar. So. Schöner Dschungel da hinten. Das ist für Holzfäller ist das natürlich ein Paradies, vor allen Dingen, wenn sie Timbermod benutzen. So, mit Timbermod brauche ich nämlich bei so einem großen Baum einen einzigen Schlag und dann liegt er mir zu Füßen und ich brauche ihn nur noch einsammeln. Ich kann dann ganz gemütlich ein paar Skin machen, während alles sich ineinander zusammenfällt und so. Und so, dann machen wir einfach nochmal hier so. So. Das ist natürlich auch doof. Ich könnte das auch einfach mal wegreißen, komplett hier, und dann kann ich viel freier arbeiten, ne? Als statt hier jetzt mir irgendwie Rückenkrämpfe zu holen, weil ich mir dauernd bücken muss. Ja, genau, das ist doch viel besser. Ja, die Decke, die kommt dann auch noch weg. Da kommt dann, weiß ich nicht, ein anderes Holz wohl drauf. Ich werde erstmal mich sehr auf Holz verlegen. Ja.
Ja, ach, das kommt doch nochmal weg. Das steht hier total im Wege rum. So. Das kommt auch weg. Die Tür da, die kommt auch weg. Ach so, die habe ich ja schon weg. Die muss ich ja noch einsammeln. Plups, habe ich sie eingesammelt. So, und hier in der Ecke, das kommt auch weg. Das habe ich bei anderen gesehen. Ich sage immer das, ne? Ich weiß nicht, wo kommt das her? Ist das Berlinisch oder sowas? Keine Ahnung, ich habe bestimmt irgendwie wieder einen lustigen Film gesehen, an den ich mich nicht mehr erinnere. Wie gesagt, Altersheimer, ne? Ich habe das bei anderen gesehen. Die machen dann immer so die Ecken, die betonen die dann immer durch irgendwelche Vollpfosten halt, ne? So, und das mache ich jetzt auch mal, weil das machen alle und dann ist das wohl gut, wenn man das macht. Das sieht ja auch ganz schön aus, wenn man das richtig macht. Bei einigen sieht es allerdings einfach nur ja, nicht gut aus. So, jetzt kommt da hier an die Ecke auch. Ja, die Breite der Hütte gefällt mir eigentlich schon so ganz gut. Ganz gut. Mann, Alter, du kommst nicht aus Berlin, da brauchst du auch nicht so tun, als ob du so sprechen könntest. Ich glaube, ich werde das nehmen. Das werde ich aber doch nochmal wegnehmen. Ich werde mal ausgehend von Dingenskirchen. Da fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt hier einfach mittendrin was wegschlage, dann fällt hier alles drumherum zusammen, ne? Timbermaut, vorsichtig. Da kann man ganz schnell solche Hütten in einem zum Einsturz bringen. Okay, ich glaube, ich werde jetzt ausgehend von dem, die Fenster. Ja, genau, ich mache Fenster. Und zwar, da kann man nämlich super fenstern. Nee, da nicht. Ausgerechnet da nicht. Da. So. Muss mal überlegen. Ich muss mal überlegen. Das ist eine schwierige Aufgabe für mich, überlegen. Das mache ich nicht so häufig. Ich denke meistens einfach nur nach oder träume vor mich hin, aber richtig überlegen. Verbrennt der Kerl eigentlich so viel Holz und ne, macht so viel Holzkohle? Ist das schon fertig? Nee. Ach, ich bin auch ein Hornochse, ey. Leute, sagt mir doch, dass man die Bretter, dass man die nicht zu Kohle verarbeiten kann. Mensch, ey, warum habt ihr nicht mal reingebrüllt? Alter, bist du ein Idiot? Das geht nicht. So. Ah, ihr habt es ja nicht anders gewollt. Es dauert jetzt alles ein bisschen länger. Jetzt müssen wir 5 Minuten mindestens. Muss ich jetzt hier stehen und warten, bis das fertig ist. So, fertig. Okay. So, nehmen wir da alles mal weg. Jetzt habe ich natürlich, es neigt sich schon langsam wieder der Tag dem Ende zu. Jetzt habe ich natürlich meine ganze tolle Hütte eingerissen und stehe wieder nackig im Wald sozusagen. Ich bin ein ganz pfiffiges Kerlchen. Anstatt mir erst eine Ersatzhütte zu bauen, bevor ich meine Heimstatt hier niederreiße, meine Heimstatt, mein Heim, ja, gut, ich bin ein schlaues Kerlchen, wie ihr jetzt spätestens jetzt wisst. Lalala. Das kommt auch weg. Das kommt auch weg. Arr, Kerl. Gewöhnst du dir gar nicht erst an. Wenn ich einmal so eine Marotte habe, das werde ich nicht mehr los. Mann, 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 Mann. Also ich habe ja nun wirklich nichts gegen irgendwelche Gruppen von Leuten. Also ich finde es immer irgendwie ein bisschen peinlich, wenn irgendwer versucht, sich durch solche Art von Dialekt dieser Gruppe zugehörig, keine Ahnung, also sich da einzuschleimen oder so. Ups. Das war nicht gut. Ja. Schwuppdiwupp und hamsti-damsti. Ich hätte auch einfach das Dach weghauen können und einfach Metall draufsetzen können, anstatt jetzt hier die ganze Ebene wegzutragen. Aber nein, einfach kann ja jeder. Und so ist das ja auch super spannend, wenn ich hier die ganze Zeit am Erde schaufeln und am Blöcke setzen bin. Das ist viel interessanter für euch, oder? Ihr seid bestimmt genauso geil darauf wie ich, oder gespannt darauf wie ich, was da drüben so los ist in diesem. Ja, das sieht mir doch mal aus wie ein.
Ja, wie ein großer Schuhkarton. Okay, ob ich es schaffe, rechtzeitig bis zur Nacht meinen Schuhkarton tatsächlich mit Wänden zu versehen, und vielleicht auch zwischendurch, das werde ich aber tatsächlich trotzdem mal machen, nehme ich das mal raus hier, das mal raus und tue den Sand da rein. Ich mache mal nebenbei ein paar Fenster. Okay, ob ich das schaffen werde, mir tatsächlich wieder sowas Ähnliches wie ein Haus zu errichten, bevor die bösen Zombies kommen. Da, da, da. Das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und verbleibe bis dahin. Tschüss, tschüss.